Hallo, hallo und zurück bei des 13. So, wir, was sollten wir jetzt machen? Dein Pferd schön der Helfer, das ist sehr schön. Deshalb unruhig. Seht ihr das? Schaukelt und schaukelt. Macht er immer noch? Jetzt haben wir ihn beruhigt. Gut. Letztens haben wir die Ballen zusammen gesucht. Okay. Dann machen wir das schnell. Ja. Schön, lassen wir diesmal stehen, würde ich sagen. Zur Abwechslung. So, hier haben wir das alles mit, was der Helfer hier übersehen hat. Dann hat er das auch schon wieder fertig. Da drüben noch die kleine Ecke und dann können wir hier schon wieder drauf säen. Das ist gar nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Sämaschine. Die Horsch. Die müssen wir noch befüllen, mal sehen, ob das so eine Strapaze wird wie das andere. Ich hoffe mal, ne? Und das ist jetzt auch so weit gedüngt, außer in der Mitte, da müssen wir noch mal mit, nicht schnell, vielleicht mit, na, sag schon Gülle ran, mal sehen. Vielleicht gucken wir da mal am besten, was werden wir da mal machen, ob wir jetzt Gülle abzapfen können bei der BGA, weil die dürfte ja eigentlich fast entstanden sein. Und wir haben schon einiges reingekippt in die BGA. Dann denke ich mal, dass da was zu holen ist. So, und dann gucken wir mal, das Feld können wir eigentlich gleich machen hier. Lassen wir den einfach mal machen hier. So, und dann gucken wir mal, der macht auch fleißig hier. Und zwar, du machst mal die Spritze auffüllen, das machen wir hier die Sämaschine. Stoppen müsste man auch. Mit dem dürfte es eigentlich ein bisschen einfacher gehen. Weil der nicht ganz so lang ist wie die andere. Ja. Gucken wir mal, was wir schon alles bestellt haben. Das sieht ja schon noch nicht schlecht aus. 18 ist Gras, die 4 wird gerade gemacht, die 7 wird gerade gekruppert, die 19 ist fertig. Aha, die 21 irrt schon uns, okay. Dann fahren wir da jetzt erstmal als nächstes hin. Weil der sowieso bloß na sagt schon. Auf bearbeiteten Boden nur machen kann, weil es ja keine Direktsämaschine ist. Schon. Die ist schon so. So, dann fahren wir fix mal dahin. Lassen den Helfer wieder arbeiten, dann können wir das nächste machen. Und der kommt wieder der ewig aus der Fichte hier. Mal sehen, vielleicht hole ich mir mal ein Magnum oder sowas. Vielleicht ist der dann besser. Frei, frei, gut. Dann rum hier und das war wenig hier drüben. Das geackert, da können wir doch drillen, das macht nichts. Und da hinten sind noch kleine Felder, okay. Ja, vielleicht tun wir die gleich mit Kurven oder so, mal gucken. Was tun wir denn? Gerste?
gibt es einen Rapsgerste. Dann würde ich sagen, machen wir Gerste. Dann machen wir doch Gerste. Und ich will ein bisschen vormachen, dass dann der Helfer das ordentlich machen kann. Ordentlich alleine arbeiten kann. Dass wir die dauernd wieder korrigieren müssen. Das wäre nicht ganz schlecht. Die Sämaschine kann man ja nicht hochmachen. Kann man ja bloß ausmachen. So, das Feld ist aber relativ gerade. Dürfte eigentlich auch keine Probleme machen. So. Da blubbert schon vor sich hin hier. Aha. Wenn er meint. Ja, das Feld besitzen sie nicht. Na toll, ist er genau in die Spur gekommen oder was? Ja, dann machen wir hier genau dasselbe. Weil wir so einen schönen Zaun haben. Oh, 43 Liter hat er bloß, ne? Fahren wir schnell, sehen wir mal lang. Genauso hier vor den Bäumen, besser ist das. Oh Gott, wie steht der denn da drin? Guckt euch das mal an. Hoffentlich existiert der Zaun nicht. Ich will den dann nie wieder rausbuddeln. Oh Gott. Gut, der existiert nicht. Sehr schön. Hätte er das wohl geschafft? Oder? Ne, unten haben wir noch. Naja, hier muss er noch. Ja, dann müssen wir mal selber kurz hier bei dem Berg, da ist die Sämaschine ein bisschen unpässlich. Da muss man manchmal gegen den Strich säen, dass sie überhaupt was macht. Seht ihr das hier? Das ist nämlich, wie gesagt, weil hier so eine Bergkuppe ist. Und wenn da der Abstand zu groß ist, dann macht er da einfach nichts hin und dann... Oh Gott, bleibt das dabei. So, da drüben war es auch. Aber sonst hat er hier. Ja. Gut, da fahren wir runter, tun wir hinsetzen und dann dürfte es ja eigentlich klappen. So, dann mit dem wollten wir mal zur BGA düsen. Und zwar wollten wir da gucken wegen dem Güllefass. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo das Güllefass steht, denn... Steht das hier bei der BGA? Wo steht das hier bei uns? Da gucken wir auf jeden Fall mal in die Halle rein.
Hier ist kein Güllefass und ist das... Okay, hier steht's. Sehr schön. Du machst hier? Ja. Na, warte mal, das, die Schleife tun wir fix machen, bevor der wieder einen Krampf kriegt, tun wir das hier auch mal schnell selber machen. So. Fahren wir schnell mal hier rum. Ist dann eh gleich fertig. Jetzt hängen wir schön am Baum da, ne? Hier schon wieder. Vielleicht doch besser, wenn wir selber hier fahren. Wobei ich es auch selber nicht hinkriege. Mensch, jetzt aber los, um hier die Karre. Na, nicht schon wieder so weit ran. Ja, ich brauche das bisschen Abstand. So. Dann lassen wir den noch schnell die Innenspur machen. Und wir düsen jetzt endlich zur BGA. Ja. Schon ein schlechter Traktor, gefällt mir sehr schön. Aha, hier steht noch Luzern. Obwohl wir den Motto gar nicht mehr drin haben. So, wie weit ist denn der hier? Oh nee, hat er erst eine Linie fertig. Diese Hellreihe. Kannst du nicht aus den Augen lassen. Dann müssen wir auch hier zwei fahren. Zwei Bahnen fahren. Ich glaube, wir müssen mal zur BGA kommen. Aha, ja, mal so eine Wiese können wir dann auch mit mähen, wenn wir... Tun wir dann alle Grasflächen, die wir haben, tun wir alle runterhauen. Und die beiden Kleenfelder können wir hier auch mitkurven, da haben wir hier auch alles im Eigentum dann. War ja da vorne, das haben wir auch schon. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt überhaupt hier lang mache. Dann fahren wir noch einmal zurück. So, und hoffentlich kommt er jetzt zurecht, unser Helfer. So, dass wir nicht dauernd hingucken müssen. Ich hoffe es mal.
So. Was ist denn hier los? Also wie gesagt. Verhext, Leute. Machen wir das auch noch schnell. Setzen wir den dann auf die andere Seite. So, das hat man dann. Klar, hier vorne noch die Wurstel. Ist der wieder umgefahren, hat der Helfer hier? Nee, das macht keine Sau. Nur der Helfer. Zack, setzen wir den ab in die Spur. Und da kann er hinne machen. Ja, der ist auch fertig. Wen wundert's? Oder ist sie das wirklich? Oh Gott, oh Gott. Naja, haben wir noch was. Wir sind ja wie die Putzkolonne, wir müssen die ganzen Reste machen, die die Helfer übrig lassen. So, Leute, hier vorne, ja. Da weiß ich schon mal, also vorne, denke ich mal. Okay, gut, hätten wir das. Dann, wo hat man denn noch Raps gehabt letztes Mal? Das wird Gerste hier, wird Gerste. Malzen. Das ist eigentlich auch noch mit Mais hier. Das muss eigentlich noch mit Mais hin. So, dann machen wir hier mit Raps hin. So, ich hoffe mal, der Helfer kriegt das hin. Warte. Gut, der macht jetzt hier also endlich. Dann ab weiter zur WGA. Oh. Ja, ich habe Rundumleuchter an, ich darf das. Und da düsen wir einfach mal hier weg von den Autosack und lang. Klingt schon richtig nice. So. Dann gucken wir mal. Und hier sei es voll das Becken. Und hier kann man ja mit Scheiße Geld machen, also kannst du auch Gülle hinfahren und verkaufen, denke ich mal. Das geht, denke ich mal, nach vorne dann. So, dann gucken wir einfach mal, ob das voll wird. So eine Weile der fährt, das ist schön. Der fährt nicht, das ist nicht schön. Warum fährt er nicht? Hat er noch hier drüben zu tun, Mensch, warum macht denn der das nicht? So ein Mondkopf hier, ey. Hält den ganzen Verkehr auf und dann macht er auch noch nichts. Alles dieselben Autos.
So, lass mal den wieder. Das habe ich mir fast gedacht. Aber ich dachte, vielleicht kriegt das gebacken. Oh Mann. Also echt, ey, die Helfer sollen unbedingt neu gemacht werden. Ohne Mist. Die können ein Update gebrauchen. Ja, vielleicht ist das besser, wenn man so rum... Kobold in die andere Richtung hier hinter zu ist. Ist vielleicht möglicher. Das Schild nehmen wir mal brav mit. Ach Mensch, ey, die regen mich auf. Das können wir vielleicht selber machen. Aber ich lasse ihn lieber arbeiten. Ja, da ist man doch zu verwöhnt vom Multiplayer. So. Probieren wir es wieder mal. Und er ist voll geworden, sehr schön. Dann können wir ordentlich Gacke fahren. Ich würde sagen, fahren wir gleich drüben an. Auf den Mais kommt es ja sowieso. Ich weiß gar nicht, ob man den Fan sauber machen kann. Kann sein. Weiß ich nicht. Anhängerkupplung hoch und runter. Ach, Ü und L, achso, okay. Ja, so sieht es ja besser aus. So. Mit welcher Taste kann man eigentlich alles ausmachen? Also hier die ganzen Armaturen und so. Mit welcher Taste wollen das? Ach, ist schon leer. Ja, das ging ja fix. Eier will ich mal ausprobieren. Wenn man den Zirkel zapfen kann. Erstens kostet das was. Ne, das ist bloß der Helfer, der abgezogen wird. Der macht. Der macht. Ne. Das ist ein Pfosten. Also auf so einen Helfer kann man schon verzichten. Wisst ihr, man kann da auch bei der WGA-Gülle verkaufen und die Gülle nichts kostet dann im Zapfpunkt. Habe ich gerade so eine Vorstellung. Weiß aber nicht, ob die gerechtfertigt ist sozusagen. Boah, was macht der denn schon wieder? Wo ist er denn hin? Steht eh in so ein Baum oder was? Der da Kollision hat.
So, aufgepasst. Wir haben jetzt hier Gülle drinne. Frage. Oh Mann. Die Gülle dort hinten. Verkaufen können. Oder wozu das überhaupt ist. Was machen wir jetzt? Wollt ihr schon irgendwas? Ach, ist ein bloßer Tempomat. Was kann man hier überhaupt machen? Das würde ich mal fragen. Würde ich mal wissen. Was man hier machen kann. Ob man hier eine Gülle verkaufen kann. Das würde mich mal interessieren. Oder ob wir jetzt einfach nur weiter ranfahren müssen. Was aber nicht so scheint. Nun gut.